jubelt ruhig mal. Danke schön, danke. Ja, Deutschland. Das ist mal eine Begrüßung. Das ist ein echter Superstar-Applaus. Ich bin ja auch ein Superstar. Viele denken, der Appel ist besteuert, Superstar hier. Gut, meine Frau ist auch mittlerweile schon etwas genervt, weil sie nach jedem Sex applaudieren muss. Aber nein, ich bin und bleibe ein Superstar, auch wenn ich nicht so gut aussehe wie Angela Merkel. Ich meine, man kann über Angela Merkel sagen, was man will, aber hochgebumst hat die sich nicht. Also in diesem Sinne, das muss man ganz klar. Bei mir ist das anders. Ich bin ja im Prinzip schon als Superstar auf die Welt gekommen. Ich kann mich erinnern, es war 1967, die Älteren wissen Bescheid. Uniklinikum in Essen, ich war sehr aufgeregt, ich war noch in der Fruchtblase unterwegs. Es geht gleich los, die Wehen klatschen schon im Rhythmus. So, Ingo, Ingo, Ingo. Ja, draußen kreischte eine Frau. Ah, 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 komm schon raus, du Komiker. Ah. Und ich machte mich auf den Weg, ja. Ich wollte raus. Ja, ich wusste genau, sie wollen mich. Sie wollen mich. Ich war natürlich tierisch nervös, habe mir noch mit der Käseschmiere die Frisur zurechtgezwirbelt und dann ging es los, Kopf ins Becken. Ich genoss natürlich noch diesen Moment der Ekstase, der Vorhang ging auf. Also Vorhang ist jetzt das falsche Wort, aber Sie wissen, was ich meine. Es öffnet und ich sofort, also wirklich, also ich, wie gesagt, dieses Kreisch, dieses Ladies and Gentlemen, ja, und hier ist er. Ihr Satansbraten, frisch aus der Röhre. Hier ist Ingo Appel und ich flatsch raus wie ein Torpedo. Schoss ich raus in das gleißende Scheinwerferlicht, der OP-Scheinwerfer. Ich flutschte über das Entbindungsbett hinweg, über die Kante in die Tiefe. 4 Zentimeter über den Boden stoppte die Nabelschnur meinen freien Fall. Und ich hing da wie Tom Cruise in Mission Impossible. Also dieses, es war ein großer Auftritt. So, ja. Ich war da. Ja. Noch ein kurzer Ruck an der Reißleine und die Nachgeburt klatschte dem Oberarzt ins Gesicht. Der ganze Kreissaal lag vor Lachen auf dem Boden. Und dann wurde ich endlich den beiden vorgestellt, den beiden, vor denen ich wusste, dass ich ihnen mein ganzes Leben verdanken werde. Ja, Brust 1 und Brust 2. Ich war begeistert. Dieses, man ist als kleiner Bengel doch ein bisschen tittenfixiert. So, nicht, wo bleibt der Milcheinschuss? Wo bleibt der Milcheinschuss? Ich will den Milcheinschuss sofort. So ip, zip, zap, wen sauge ich denn jetzt schlapp? Es war herrlich. Ich war total drollig. Ja, ich war süß dabei. Ich guck mal, zum Beispiel ein Peter Maffay, der hat seiner Mutter gleich nach der Entbindung die Brustwarze abgebissen und trägt sie heute noch als Trophäe im Gesicht. Das würde ich nie tun. Das würde ich nie tun. Nein. Ich bin wirklich ein Superstar. Aber gut, Deutschland sucht einen Superstar. Mich haben die Arschlöcher wieder nicht gefragt. Ja, es ist, wer weiß auch, wie das weitergeht. Ich bin ja eher, ich glaube, das wird so im nächsten Jahr, die nächste Staffel, das wird dann eher so, Deutschland sucht den Para-Superstar. Also wenn das so lauter Bekloppte, lauter Wahnsinnige, was weiß ich, dann singt vielleicht mal, ja, vielleicht können Sie ja Corinna May wieder einladen. Also das wäre ja, das fand ich eigentlich schade, dass es beim Grand Prix nicht geschafft hat. Ich habe ja schon gedacht, Corinna May wird eine Integrationsfigur für Deutschland. Hat sie schon gesehen, wie sie bundesweit plakatiert wird, wie sie Werbung macht fürs ZDF? So. Nö. Mit dem zweiten sehe ich auch nicht besser. Es wäre herrlich. Man stellt sich vor, bei Deutschland sucht einen Superstar, singt, was weiß ich, ein Taubstummer sein Lied in Gebärdensprache. Ja, so. Ich kann das jetzt nicht. Also, ich weiß, ihr singt alle nur Scheiß, doch ich kann das nicht hören, denn ich kann eh nichts hören. Finde ich wunderbar, ja? Lauter Wahnsinnige. Und dann natürlich aus Köln,
immer mit dabei, meine Damen und Herren, aus Köln, die Stimmungskanone, die Los Contraganos mit ihrem Riesenhit. Die Hände zum Himmel. Also muss man sehen. Ich weiß, es geht das wieder los. Ich weiß, es geht das wieder los, aber ist egal. Es ist auf jeden Fall, ich würde ja auch gerne mal zu einem Mitleidsausscheidung, ne? Aber was soll ich da machen? Soll ich mir die Beine abhacken? Oder, weißt du, Mitleid ist ja sehr, sehr wichtig. Ne? Ich habe ja jetzt mit dem Rauchen angefangen. Ich rauche 25 Schachteln am Tag. Also, wie es mir der Krebs aus dem Hals lacht. Ja, ich möchte, dass die Leute, ja, und dann, so, dann kriegst du auch diesen Kehlkopfschnitt, wunderbar. Ja, kriegst du so ein Loch, dann kannst du oben und unten gleichzeitig rauchen. Das ist der Oberhand. Ne? Und überhaupt Rauchen ist auch wichtig, das hilft auch Hans Eichel für die Kriegskasse. Eigentlich müssen wir auf jede Zigarettenschachtel draufschreiben, der Rauch einer Zigarette tötet Sie und einen Afghanen. Wäre super. Und dann eben, ja. Dann ich mit meinem großen Superstar-Auftritt, wie gesagt, Kehlkopf. Nee, diese Stimme, das ist doch geil. Hier, meine Damen und Herren, mein Lied für Deutschland. Es sind noch Kippen da, es sind noch Kippen. Muss man sehen, das funktioniert, ich weiß nicht. Aber ich meine, es gäbe noch so viele schöne Mitleidserreger, die damit antreten können. Zum Beispiel Prothesenträger wie Johannes Rau. Ja. Kennt ihr den? Ja. Bundespräsident, ja. Ja. Ja, Cookie-Dent zum Stich. Kennt ihr den? Ja, ist ja eine Riesenkanone, ein Spaßvogel vor dem Herrn. Ja, ja. Warum, weiß keine Sau. Also er ist so... Ja. Aber er kann so schöne Grabreden halten, wenn er so anfängt... Ja, im Alter hat man schlechten Sex. Drum dachte sich der Gildo Rex, ich habe ihn lang genug gesungen und ist zum Fenster rausgesprungen. Ich bin eigentlich schon. Nein. Aber. Wir haben hier gerade über James Bond gesprochen. Nicht Goldfinger, Langfinger, finde ich sehr schön. Ich muss da immer. Mein Favorit für James Bond wäre im Übrigen Pete Glocke. Ja, wenn der statt Pierce Brosnan, wenn der so. Ja. Wo ist denn hier der? Russe oder Araber, ja, schon weg. Ja, dann können wir ja den Abspann schon. Ich finde das. Ja, dann Verona Feldbusch als Bond-Girl. Ja, Moment. Verona Feldbusch als Bond-Girl. So, nicht so, hallo, Hallöle. Möchten Sie Ihren Martini geschüttelt oder gerührt? Ja, Fräulein, ich wäre ja sehr gerührt, wenn Sie mir einen schütteln würden, aber ich habe jetzt... Das war jetzt eklig, oder? Reicht auch.